Sie ist eine der großartigsten Symphonien überhaupt und eine enorme Herausforderung für insgesamt 250 Musiker und Sänger. Die zweite Symphonie von Gustav Mahler. Elisabeth Fuchs und die Philharmonie Salzburg haben diese Herausforderung angenommen. Die Auferstehungssymphonie im Großen Festspielhaus ist ein mitreißendes Klangspektakel geworden. Es beginnt mit einem düsteren Furioso der Celli und der Kontrabässe und es wird 85 Minuten später in einem umwerfenden Chor über die Auferstehung enden. Dazwischen liegen 5 Sätze, die alles von den Orchestermusikern verlangen und nicht zuletzt von der Dirigentin. Also die zweite Mahler zu dirigieren ist wirklich ein Höhepunkt meines Dirigierlebens. Also das ist einfach ein Zenit. Und was ist es dann genau, das Mahler für Dirigenten so besonders macht? Unglaubliche Emotion, die Dynamik, die Anmerkungen von Gustav Mahler. Er ist ein Perfektionist gewesen. Er hat in die Partitur immer geschrieben, Anmerkung für den Dirigenten, hier nicht eilen. Anmerkung für den Dirigenten, hier schleppen die an. Also der hatte das selbst auch einige Male dirigiert. Und also ich bin ja auch ein bisschen ein Workaholic und es fasziniert mich einfach. Also nicht nur dieses Werk, aber muss ich ehrlicherweise sagen, die zweite Mahler ist schon ein Herzensstück von mir. Lisi Fuchs hat mit der Sopranistin Alina Adamski und vor allem mit Veselina Kasarova zwei Weltstars mit ins Boot geholt. Und ich bin so sehr positiv und so froh, weil Maestra Fuchs, sagt man, ja Maestra, sie ist wirklich eine tolle Musikerin und sehr angenehm für Sänger. Mit seinem riesigen Chor- und Orchesterapparat sprengt das Werk alle üblichen Formate. Außerdem überragt es die meisten Orchesterwerke auch emotional. Diesen unglaublichen Choreinsatz aus dem Nichts, auferstehen, ja auferstehen, das ist so unglaublich. Und dann am Ende, wenn die Orgel einsetzt, wenn es dann bombastisch ist, auferstehen, das ist so ein Wahnsinn, das ist echt große Oper. Lisi Fuchs und die Philharmonie Salzburg haben übrigens ihr neues Abo aufgelegt. Darin finden sich Komponisten wie Grieg, Schostakowitsch oder Sibelius, von dem das berühmte Violinkonzert mit Stargeigerin Alina Bogostkina angesagt ist.